Hallo Freunde, wie geht's euch? Ich habe mir was ganz Tolles bestellt und das will ich jetzt mit euch auspacken. Ja, und zwar etwas ganz Tolles. Erstmal haben wir hier eine Rechnung. Was haben wir denn? Was steht denn hier Schönes drauf, was ich da mit euch jetzt auspacken werde? Und zwar das Samsung Galaxy Z Flip 5. Jawohl, ja. Hier, Telekom-Werbung. Och, boah. Aber hier ist das gute Stück. Ja, so. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Legen wir den schönen Karton weg, ne? Kartonse, das brauchen wir nämlich nicht. Oh, es ist sogar noch original verschlossen. Na, dann öffnen wir es doch mal, ne? Da. Super. Oh, ich hab's schon gesehen. Ach, da ist ja noch ein Siegel. Ah. Oh, so, jetzt aber. Ah, so. Ist das gute Stück? Oh. Schön gemacht ist es ja, also. Also hier ist wie so eine Folie drumherum, liegt auf der Rückseite. Nehmen wir es mal raus. Oh. Ja, dann öffnen wir das Ganze doch mal. Ui, und was mich als allererstes überrascht, ich sehe eigentlich so gut wie keine Kante da drin. Machen wir das mal ab. So. Ui, 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 ui. So sieht das gute Stück aus. Wollen wir es mal zuklappen? Ja. Super, es hat keinen Abstand mehr, keinen Zwischenraum, also minimal, vielleicht, weiß nicht, ist das ein Millimeter, aber ui, das fühlt sich echt super an. Ja, man merkt es, aber es ist jetzt nicht störend, würde ich sagen, wie sieht das von hinten aus? Ui, 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 ui. Ja, super Sache. Schalten wir es doch mal ein. Ne? Sieht auf jeden Fall erstmal gut aus. Ne? Ich finde es auf jeden Fall klasse. Man kann es einfach zuklappen und in die Hosentasche stecken. Tada! Aber das ist ja eigentlich nicht der Hauptgrund. Ne, super Sache. Es gefällt mir allerdings sehr gut. Ja, machen wir es doch einfach mal an. Wo ist denn der gute Anknopf? Ach, ich habe es auch noch falsch rum. Es kommt so rum. Hier ist nämlich die Kamera. Sieht man die? Schon die ersten Datscha drauf. Traumhaft, oder? Traumhaft. Nee, sieht auf jeden Fall klasse aus. Ich habe das mit 512 GB Speicher. Yeah! Aber hey, wir machen es einfach mal an, ne? Aha. Yeah. Ui, ja, traumhaft. So, sehr schön. Schön ist auf jeden Fall groß, größer als ein normales Handy. 51% schon geladen. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Bis gleich. So, das Handy richtet sich erstmal ein. Im Deckel befindet sich noch was. Schauen wir doch mal, was da drin ist. Ne? Auf jeden Fall fest verankert. Tja. Hier unten, da haben wir das Ladekabel. Genau, Ladekabel, das Nädelchen, um die SIM-Karte zu wechseln und eine kleine Anlage. Oh, boah, die sind aber schon dick, ne? Die lesen wir uns jetzt nicht durch. Nee, aber das befindet sich auch noch drin. Coole Sache. Das Kabel kann man ja mal auslegen. Und den Rest, den packen wir mal wieder weg.
Ich übertrage gerade die Daten vom alten Handy aufs neue. Während das passiert, müsst ihr natürlich nicht hier langweilig zugucken, sondern wir sehen uns dann gleich, ne? Bis gleich. Tja, wie ihr sehen konnt, ist es schon dunkel. Ich habe meine Daten übertragen, damit wir auch mal mit ihr nicht beim Einrichten dabei sein sollt. Ist ja Zeitverschwendung. Aber, oh, hier seht ihr mal das Frontdisplay, das kleine. Da, ja, was kann man machen? Man kann seine Kamera öffnen. Genau, dann, man kann seine Nachrichten sehen. So, mein PIN. Man kann seinen PIN eingeben und dann hat man Widgets. Zum Beispiel der Kalender, Wetter, Schritte, Samsung Heels, wer hat alles angerufen. Ja, man kann auch noch mehr eigentlich hinzufügen. Oder das war's. Oder ich habe schon alle, die es gibt. Das kann natürlich auch sein. Aber hey, Samsung arbeitet dran, dass man hier vielleicht auch sein Handy benutzen kann demnächst. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Aber zack. Da kann man mal sehen, wie es aussieht. So, nur irgendwo rein, wo man keine Daten sieht. So sieht das gute Stück aus. Man kann leicht. Hier sieht man eine leichte Wölbung. Aber ist echt minimal. Haben sie gut hingekriegt. Dann kann man das gute Stück zuklappen. Tada! Yeah! Also echt mega. Ich bin sehr zufrieden. Ich würde es empfehlen. Das Einrichten war eigentlich auch recht easy. Ich musste nur einen Code scannen von meinem alten Samsung. Dann konnte ich mir aussuchen, welche Daten übertragen werden sollen. Und dann war eigentlich nach... Wie viel Uhr haben wir? Ja, so nach 2 Stunden war alles fertig. War auch einiges. Waren einige Gigabyte. Gut, Fazit. Ich teste es jetzt erstmal eine Woche. Dann kann ich ja mal ein Video dazu machen. Aber so, der erste Eindruck ist echt super. Gefällt mir. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mein Video dann sehen wollt, wie es mein Fazit drüber nach einer Woche, dann könnt ihr mir ja einfach mal ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben geben. Dann sage ich mal Danke und bis dann.